Hi Leute, herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin Matze und ich habe hier gerade noch so ein bisschen mein Bestäubungskit in der Hand, weil ich bin nämlich gerade dabei, alles für die nächste Fernsehsendung vorzubereiten. Ihr werdet es wahrscheinlich erraten, Kaffee oder Tee. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg nach Baden-Baden, muss noch so ein bisschen die letzten Pflanzen und die letzten Utensilien zusammensuchen, weil wir wollen uns heute mal mit dem Thema Bestäubung, Vermehrung, Samen, Aussaat und alles, was dazugehört, zum Thema Karnivoren beschäftigen. Und ich packe jetzt noch die letzten Pflanzen, muss dann noch mal heim, mich geschwind umziehen, ein bisschen frisch machen und alles. Und dann geht es direkt ins Auto, ab nach Baden-Baden. Ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung mit dem Video und viel Spaß. Wir sehen uns nachher im Fernsehen. Prachtexemplar. Haben den Mann bei uns, der sie auch züchtet. Matthias Meyer ist heute bei uns. Ein Karnivoren-Fan aus Leidenschaft? Ja, und auch beruflich. Ja, und auch beruflich. Wie schön, dass man Beruf genau. Auch miteinander verbinden kann. Es ist ja ein herrliches Kapitel und gerade jetzt ist die Zeit, wo diese Pracht in jedem Garten bei uns im Südwesten genauso blühen könnte, oder? Genau, genau. Also wir haben ja hier ganz viele winterharte Sachen auch. Ja. Die kommen viele aus den USA, wie die ganzen Schlauchpflanzen hier oder auch einheimische Sonnentau. Und auch jetzt im Frühling ist bei den Karnivoren Blütezeit und da ist alles voll mit prächtigen und Blüten. Und sind die Blüten dann immer das Gefährliche für die Tiere oder was ist das Gefährliche? Also das Gefährlichste sind die ganzen Blätter, das sind die Schläuche hier bei den Schlauchpflanzen. Ja. Die fangen die Insekten, locken die an über Duftstoffe. Aber die Pflanzen wollen sich ja auch vermehren und deswegen blühen die jetzt im Frühjahr, damit sie dann eben bestäubt werden und Samen ausbilden. Okay, das heißt aber, wir haben jetzt auch die unterschiedlichsten Fangmechanismen hier unseren Zuschauern mal zum Vorstellen. Denn da gibt es ja wirklich viel, was die Natur sich ausgedacht hat. Wir können es Ihnen gerne mal zeigen. Wir haben da ein paar wirklich herrliche Bilder vorbereitet. Hier ist diese Schlauchpflanze. Das ist jetzt die Schlauchpflanze, genau, Sarracenia leucophylla, die weiße Schlauchpflanze. Und da ist jetzt gerade ein Falter dran, der hier am Nektar zerrt. Ist der schon gefährdet gewesen? Ja, er kommt gerade in die gefährliche Zone, genau. Und hier sehen wir jetzt noch mehrere Schlauchpflanzen auch. Manche sind auch mit Wasser gefüllt, wo die Insekten dann ertrinken und anschließend von der Pflanze verdaut werden. Und hier haben wir jetzt einen Zwergkrug, der kommt aus Australien unten, ist auch eine Grubenfalle, wo die Insekten dann reinfallen. Und hier haben wir jetzt noch eine Klebefalle, den Sonnentau. Und der hat eben ganz klebrige Blätter, wo die Insekten dran kleben bleiben, wie die Fliege, die hier gerade noch zappelt und frisch gefangen ist. Was fängt der Sonnentau so in der Regel? Eher Fliegen oder? Ja, eher so die kleinen Sachen, Fruchtfliegen, Essigfliegen, was man vielleicht auch in der Küche das Problem hat, ja im Sommer. Könnte ich mir denn den Sonnentau auch in die Küche stellen und wäre das problemlos? Vielleicht fängt er nicht alle, aber er trägt auf jeden Fall zum Großteil dazu bei, dass viel weniger Insekten da sind. Aber warum fangen fleischfressende Pflanzen überhaupt Insekten? Das ist eine gute Frage und es hängt damit zusammen, weil die auf ganz nährstoffarmen Böden wachsen, also saure Moore, Sümpfe und da sind kaum Nährstoffe im Boden enthalten und die holen sich dann die Zusatznahrung über die Insekten rein. Heißt das, ich sollte die dann auch möglichst mager in Anführungsstrichen bei mir hinstellen, damit sie Bock haben, auch Insekten zu fangen? Genau. Oder würden sie bei guten Böden dann auch gar keine Insekten mehr fangen? Ja, auf guten Böden würden sie gar nicht wachsen, also die brauchen schon dieses saure Milieu, also einen torfigen Boden und ich sage auch immer, man sollte sie so ein bisschen hungrig halten, also man düngt die Pflanzen auch nicht und wenn sie so ein bisschen hungrig sind, dann werden sie eigentlich am schönsten, weil dann müssen sie ja richtig prächtige Fallen ausbilden, um die Insekten dann zu fangen. Das macht sie ja auch, so, sag ich mal, für so Sparfüchse zu sehr interessanten Pflanzen, weil man keinen Dünger mehr extra kaufen muss, oder? Könnte man so sagen, ja. Wichtig ist aber noch eins, man muss Regenwasser verwenden, weil die eben keinen Kalk vertragen und ganz viel Sonnenlicht. Je mehr Sonne, umso besser. Sind es denn jetzt andere Insekten, die bestäuben, als die, die gefangen werden? Ja, ja. Also gefangen werden, wenn wir gerade mal zu den Schlauchpflanzen hier gehen, die locken hauptsächlich eben so Fliegen an, Wespen, also eher so die Insekten, die man nicht haben will. Die Blüten hingegen, die werden von Hummeln bestäubt hauptsächlich, weil das liegt einfach daran, ich kann es mal hier demonstrieren, weil die Hummel oder größere Käfer, die müssen quasi diese Blüte hier nach oben drücken, das Blütenblatt, damit die hier reinkommen. Ich mach's mal auf, weil hier ist der Pollen drin.
Und nur die größeren Insekten sind halt stark genug, das nach oben zu drücken. Wir bekommen dann den Pollen auf den Rücken und beim Rausgehen streifen die Narbe und bestäuben die Blüte. Aber da müssen die verdammt gut riechen, dass die Hummeln auch Bock haben auf so viel Schwerstarbeit, oder? Die sind aber ziemlich intelligent und es gibt ja auch schmackhaften Nektar da drinnen, den will die Hummel haben. Das muss schon ziemlich köstliche Geschichte sein. So, genau. Und jetzt könnten wir auch unseren Zuschauern mal zeigen, wie man die selber sich ziehen kann. Ja, ja. Ich könnte auch Samen kaufen, ich muss keine fertige Pflanze kaufen. Es gibt auch Samen, ist aber sehr langwierig, die Kultur. Ich habe mal hier vorne so ein paar Samen vorbereitet. Ach, die sind ja winzig. Ja, das sind jetzt die Samen von der Schlauchpflanze und die können wir jetzt auch direkt aussehen und dazu brauchen wir einfach nur einen Topf. Aber von einem so ein Fliegendreck wird nachher so eine Riesenpflanze. Ja, es dauert allerdings ein bisschen. Das sehen wir hier. Also hier sind verschiedene Wachstumsstadien. Das hier ist jetzt zum Beispiel frisch ausgesät. Die sind dieses Jahr im Frühjahr gesät. Die keimen jetzt hier gerade die ersten. Das heißt, wie lange ist das jetzt schon? Ja, die sind jetzt vor 2 Monaten gesät worden. Und das dauert so lange, bis ein bisschen grün rauskommt? Ja, die hier sind jetzt 2 Jahre alt zum Vergleich, die 2 kleineren Töpfe. Bis die Pflanzen so groß sind und dann auch blühen, vergehen schon 4, 5 Jahre. Gut, aber dann zeig uns doch mal, wie ich das jetzt quasi kultivieren würde. Aussehen ist ganz easy. Wir brauchen eigentlich nur einen Topf mit Karnivorenerde drin. Das Was heißt Karnivorenerde? Diese ganz also einen sauren Boden, wo nichts drin ist. Ja, Torf. Und jetzt sind hier so Zusätze drin. Das Perlite, das ist dieses Weiße. Das lockert den Boden einfach noch ein bisschen auf. Und jetzt können wir die Samen nehmen und hier einfach so ein bisschen auf den Topf streuen obendrauf. Noch so viele? Da geht schon ein bisschen was rein auf jeden Fall. Gut. Genau, dann stellen wir den mal hier rein. Wichtig ist, dass wir jetzt auch noch Wasser hinzugeben. Regenwasser? Weil das sind Regenwasser. Und nur sind, von unten? Ja, von unten, weil es sind ja Sumpfpflanzen, die wollen halt immer dieses nasse Milieu haben. Und deswegen stellen wir die dann einfach in ein kleines Tellerchen, wo immer so 2-3 Zentimeter Wasser drin steht. Da muss ich aber dann auch immer darauf achten, dass 2-3 Zentimeter Wasser drin steht. Ja, also sollte immer feucht, nass sein. Die ersten, die nasse Füße lieben. Ja, und das gilt für alle Karnivoren. Ja. Also alle brauchen wirklich immer diese viele Sonne und dieses viele Wasser von unten. Ja. Und wir haben jetzt hier auch noch den Sonnentau zum Beispiel, der was jetzt hier so prächtig glitzert. Und du siehst, der hat eben diese ganz klebrigen Blätter. Kannst du auch gerne mal hinlangen, wenn du möchtest. Ich will, ja, kann ich auch. Wenn du dich traust. Es ist sehr, ja. Wie so ein Gel. Ja, genau. Fühlt sich an, so wie Aloe Vera Gel, so ein bisschen, ja, weißt du? Ja, ich habe mich jetzt noch nie damit eingeschmiert, aber man könnte es mal probieren. Und hier haben wir aber auch ganz viele Samen. Der hat hier jetzt noch einen alten Blütenstand dran. Ja. Der ist schon abgeblüht. Hier vorne sehen wir einen, der gerade frisch blüht. Der hat jetzt gerade die Blüte offen. Gut. Und hier sind jetzt aber ganz viele Samen drin. Und das ist jetzt Drosera capensis, der Kapsonnentau aus Südafrika. Den haben auch ganz viele daheim auf der Fensterbank, weil das ist so eine gängige Pflanze, die man auch im Baumarkt findet. Und jetzt könntest du oben ein bisschen schütteln. Genau, jetzt machen wir hier mal ein bisschen die Samen raus. Da tun wir einfach mal so ein bisschen rieseln. Also der bestäubt sich auch selber. Wie so kleine Pfefferkörner. Genau, oder Pfeffer und jetzt sieht man hier diese ganz, ganz feinen, schwarzen. Also noch kleiner als die großen kleinen noch Stückchen. Noch viel, viel kleiner, genau. Das ganze kleine schwarze. Sieht aus wie Mini-Krümmel. Genau, das sind die Samen. Und die können wir auch einfach auf den Topf hier oben ausstreuen. Stellen den auch mit dazu ins Wasser. Ja. Und der keimt auch schon relativ schnell, so in den nach 4, 5 Wochen schon. Gut, das dauert ja jetzt. Man muss viel Geduld haben, bis man das tatsächlich selber rangezogen hat. Was kostet mich denn jetzt so quasi hier so eine Schlauchblume, wenn ich sie kaufen würde? Die fangen so bei 14, 15 Euro an und gehen dann so bis 20, 30 Euro. Und dann gibt es auch Raritäten, die noch teurer sind. Und, aber sollte ich mir dann vielleicht mal ein Schächtelchen Fliegen kaufen, sodass ich sie selber regelmäßig füttern kann? Also, oder machen die das von alleine? Das sind alles Spezialisten im Anlocken und Fangen von Insekten. Man muss tatsächlich nicht zufüttern. Ja. Und wenn sich mal eine Fliege, eine Wespe oder sowas im Haus verirrt, dann findet die auch den Weg zur Pflanze. Hast du denn selber schon die Erfahrung gemacht, dass die Frucht- und Essigfliegen wirklich weniger werden, wenn du die Pflanze in der Küche auf jeden Fall. Also ich habe auch so ein Fettkraut. Guck mal, man sieht es hier auch wunderbar. Ja. Diese ganzen kleinen schwarzen Pünktchen hier drauf, das sind so gefangene Fruchtfliegen. Warte, halt noch mal ein bisschen fest. Die Kamera kommt noch ein bisschen näher. Also hier die ganzen kleinen schwarzen Pünktchen. Okay. Das sind die gefangenen Fruchtfliegen. Und gerade so ein Fettkraut in der Küche wirkt wahre Wunder. Also sollte sich bei uns das Ganze wieder ausbreiten, ich rufe dich an und bestelle dich das Fettkraut. Fettkraut, das Fettkraut. Das nehme ich auf jeden Fall als Information mit. Bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen Überblick in die Welt der Karnivoren. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Super, freut mich. So, da bin ich schon wieder zurück. Sendung vorbei. Ich fahre jetzt wieder nach Hause
und hat wieder richtig Spaß gemacht. Also ist ja immer was ganz Schönes, wenn man da so aus dem normalen Arbeitsalltag rauskommt und dann eben so diese Fernsehauftritte hat zum Beispiel. Und mit dem Moderator funktioniert es natürlich auch super. Da macht es natürlich immer super Spaß und man fährt da sehr gerne hin. Ich hoffe, ihr konntet wieder auch einiges lernen zur Aussaat von Karnivoren, zur Vermehrung ein bisschen. Aber wir haben das ja auch schon mal in den ganzen Einzelvideos hier auf dem Kanal gezeigt. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Hinterlasst gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, happy growing, euer Matze!